Sabina Wolterer, die bereits auf dem Eise steht, die 17-Jährige. Sabine Wolterer war 11. in der Qualifikationsgruppe B. Die Qualifikation, die auch bei den Damen selbstredend 20% zum ersten Male zählte. Das Kurzprogramm 30%. Sabina Wolterer, gleich Riesenpech beim Auftakt, bei der Kombination. Terry Polin hatte ja in diesem Jahr bei den Europameisterschaften ihren bisher größten Erfolg mit dem 10. Platz. Und auch bei den letzten Junioren-Weltmeisterschaften hatte sie mit dem 5. Platz ein wirklich hervorragendes Resultat, 3 Plätze da vor Caroline Goelke. Der Lutz sah in der Luft eigentlich noch ganz gut aus, das fehlt aber noch das letzte Stückchen in Höhe. Und auch der Axel war eigentlich nicht so sicher, wie ihn sie im Training beherrscht. Ja, normalerweise sollte man solche Ketten eigentlich nicht bei der Kurz tragen. Da kann nämlich wirklich was passieren. Hier sich nur am Ohr verfangen. Das geht ja alles noch. Ja, Hendrik, die Kombination, wenn sie den so gesprungen wird wie bei ihr nach einem Sturz, zählt sie noch als solche? Nein, nein, nein. Das muss Abzug gegen 4-6 Zehntel. Ja, und offensichtlich hat das Preisgericht im Augenblick durchaus ein paar Probleme. Man kann im Übrigen hier jetzt das Videosystem benutzen.
beim Kurzprogramm. Das heißt, die Sprünge sind dahingehend eingespeichert, dass man sie nummeriert hat. Und wenn irgendein Kampfrichter Probleme hat, sich zu erinnern, war es auf beiden Beinen gelandet oder nicht, dann kann er auf den Knopf drücken und sagt sich, so, Nummer 1, das ist die Dreifachkombination, dann wird es ihm nochmal per Zeitlupe vorgespielt. Ja, man hat gemerkt, das hat einen Einfluss auf die Zeitdauer, die Wettbewerbe dauern länger, die Preisrichter brauchen halt diese extra Sekunden, um sich dann nochmal zu informieren. Tja, auch Sabina Wojtyla, trotz der beiden Fehler vor Caroline Goehke, damit bleibt dabei, es wird knapp. Führt weiterhin Valeria Krivankova vor Julia Sebastian aus Ungarn und Wojtyla ist jetzt auf Platz 3. Noch Glück gehabt, kann man dazu sagen. Und Midori Ito, Weltmeisterin